Tja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Altparteien haben nichts zu sagen dazu, aber wir haben noch etwas dazu zu sagen, und zwar zum Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit. Nicht unser Antrag ist verfassungsfeindlich, sondern das Anliegen verfassungswidrig, verfassungsfeindlich, verfassungswidrig, jetzt egal. Was hier verfassungswidrig ist, das ist das Anliegen der Gegendemonstranten. Denn das Prinzip Gegendemonstration zielt darauf, einem ursprünglichen Anmelder sein Recht auf Meinungsäußerung streitig zu machen. Und wenn etwas hier verfassungsfeindlich und verfassungswidrig ist, dann das, weil es nämlich einer anderen Gruppe dieses Recht auf Meinungsäußerung streitig macht. Welche Parolen hören wir denn bei diesen Gegendemonstrationen, die sich ja allzu oft gegen Demonstrationen der AfD oder patriotische Kräfte richten? Wir hören zum Beispiel, wir hören, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Und was, wisst ihr, das kann zwei Bedeutungen haben. Man kann damit scharfsinnigerweise auf § 86a StGB abzielen, der die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verbietet. Da sind wir auch dafür. Aber so meint das natürlich nicht der durchschnittliche Antifa-Kretin, sondern der meint das anders. Der meint natürlich, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda und wer Nazi ist, bestimme ich. Und so macht er demokratischen Patrioten ihr Recht auf Meinungsäußerung streitig. Und dagegen muss vorgegangen werden. Deshalb ist diese Gegendemo weniger schutzwürdig. Sie ist weniger schutzwürdig als die ursprüngliche Demonstration, denn wir wollen ja keine Demonstrationsduelle. Wir wollen ja kein Kräftemessen. Wir sagen Meinungsfreiheit ja, aber das Aufeinanderprallen von Demo und Gegendemo, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und dazu muss ich jetzt noch mal was sagen, was uns von Ihnen unterscheidet. Wissen Sie, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir von der AfD jemals eine Gegendemo anmelden. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht teilen. Fridays for Future, in meinen Augen wirklich der größte Schwachsinn und gemeingefährlicher Schwachsinn. Aber ich würde mich niemals herablassen, eine Gegendemonstration anzumelden. Sie sollen doch Ihre Meinung sagen können. Wir sind tolerant. Es gab von uns noch nie eine Gegendemonstration gegen Demonstrationen von Ihnen. Aber es gibt bei jeder Demo, die wir anmelden, Gegendemos von Ihnen. Und das sagt alles über Ihr demokratisches Niveau. Das sagt alles. Sie sind totalitäre Geister.